Ich erinnere mich auch noch an einen Fall, der mich selbst sehr bewegt hat, wo ein 78-jähriger Mann hier anrief und sagte, meine Frau ist gerade vor 3 Tagen gestorben, die hat auf dem Todesbett noch immer Corona geleugnet und sie ist deshalb auch in diese ganze verschwörungstheoretische Szene reingerutscht, weil unsere Kinder verschwörungsgläubig sind. Die haben meiner Frau immer erzählt, Corona existiert nicht, deswegen hat sie sich nicht impfen lassen. Und dieser Mann hatte dann mit der großen Herausforderung zu tun, dass er einerseits die Trauer um seine Frau verarbeiten musste, aber gleichzeitig auch sein Leben lang damit zu kämpfen hat, wie gehe ich mit der Wut auf meine Kinder um? Willkommen bei Alles Verschwörung, der 3. Staffel des Podcasts Welt History. Das ist Episode 5, der Abgrund in uns, wie raus aus dem Verschwörungstunnel. Mein Name ist Florian Sädler, ich bin Redakteur und Reporter bei Welt. Und ich bin Elisabeth Kraft aus dem Audio- und Podcast-Team von Welt. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Seit Folge 1 haben wir in diesem Podcast Menschen begleitet, die an Verschwörungstheorien geglaubt haben oder noch glauben. In Episode 2 haben wir untersucht, wie sie zu ihren Überzeugungen gekommen sind. In Episode 3 haben wir uns mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien befasst. Damit, warum sie heute so viel schneller um die Welt gehen und welche Folgen das hat. Und in der 4. Episode haben wir uns nochmal eine ganz grundsätzliche Frage gestellt, nämlich, wie viel Wahrheit steckt in den Verschwörungstheorien? Jetzt, in der letzten Folge unseres Welt History Podcasts, wollen wir auf einen weiteren sehr wichtigen Punkt schauen. Nämlich, wie können wir mit Verschwörungstheorien umgehen, wenn sie uns begegnen? Und wie kann man besonders in diesem Superwahljahr verhindern, dass sie immer mehr Einfluss gewinnen? Naja, als wir angefangen haben, das können Sie sich ja vorstellen, gab es ganz viele Verschwörungserzählungen rund um die Corona-Pandemie. Das heißt, es fing damit an, dass die Frage im Raum stand, gibt es Corona überhaupt? Oder ist das nicht eine sogenannte Plandemie, also alles irgendwie geplant, um politische Interessen durchzusetzen? Tobias Meilicke von der Beratungsstelle Veritas in Berlin berät Menschen, deren Angehörige an Verschwörungstheorien glauben. Da gab es dann auch noch diese abstrusen Theorien von wegen Chippen. Da erinnern wir uns vielleicht noch dran oder der ein oder andere. Bill Gates will uns Gedanken kontrollieren und deswegen werden wir irgendwie zwangsgeimpft. Oder auch alles, was mit dem Mobilfunkausbau zu tun hatte, steckt eigentlich dahinter. Diejenigen, die sich an Veritas wenden, haben Familienmitglieder, Freunde, manchmal auch Kolleginnen und Kollegen, die an Verschwörungstheorien glauben. Wie der Mann, von dem Tobias Meilicke im Intro erzählt hat. Und wir haben es genauso bei Verschwörungstheorien mit etwas zu tun, was Radikalisierung begünstigen kann und im Einzelfall sogar dazu führen kann, dass Menschen Gewalt nicht mehr ablehnen, um Ziele durchzusetzen. Für Angehörige ist das natürlich extrem belastend. Manchmal vermitteln Meilicke und sein Team Betroffene deshalb an Therapeutinnen und Therapeuten weiter. Anderen hilft der Austausch mit ebenfalls Betroffenen. Deshalb gibt es bei Veritas auch eine Selbsthilfegruppe. Fast ein Drittel der Personen, die sich bei uns melden, Erwachsene, Kinder sind, so möchte ich sie mal bezeichnen, im Alter zwischen 20 und 40 Jahren, wo es dann teilweise um die Eltern geht, die so zwischen 50 und 70 sind, die sich Verschwörungstheorien zugewandt haben, dort sehr radikal äußern, teilweise auch Gewalt legitimieren gegenüber Menschen und die eine große Verzweiflung erleben, weil es natürlich nicht nur die verschwörungsgläubigen, radikalisierten Personen sind, sondern es sind gleichzeitig der geliebte Vater, die geliebte Mutter. Oder der Bruder, wie bei Matthias, der 2007 in den Strudel von Verschwörungsmythen geraten ist. Also als mein Bruder dann wirklich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde, war es natürlich für mich erstmal ein großer Schock. Vor allem, wenn man selbst irgendwie auch noch diesen Hauch irgendwie einer Skepsis hat gegenüber bestimmten Institutionen, was bei mir zu der Zeit noch in gewisser Weise der Fall war. Und es fiel mir natürlich sehr, sehr schwer, irgendwie wirklich zu verstehen, was es ist. Mein Bruder hat sich seit dieser Zeit, also seit dieser Veränderung in der Klinik natürlich sehr verändert. Er hat sich sowohl ein Arbeitsumfeld gesucht, was ihm mehr auf den Boden wiederholt, hat viele Sachen von vorne wieder angefangen zu erlernen. Zur Hochzeit von Matthias' Verschwörungsglauben hatten die beiden wenig Kontakt. Also ich habe auf der einen Seite immer versucht, einen Dialog mit ihm zu führen. Klingt jetzt fast ein bisschen böse, damit der andere in Ruhe lässt. Gerade bei Familienfeiern habe ich dann lieber mich mit ihm beschäftigt und auseinandergesetzt, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, weil er mit mir jemanden hatte, mit dem er reden konnte. Ich habe aber auch ganz, ganz klar versucht, diesen Absolutismus von ihm abzulegen. Aber die Auseinandersetzung mit den Ideologien seines älteren Bruders, die Diskussionen darüber, die waren für Christian natürlich auch anstrengend und kräftezehrend. Also in meinem Freundeskreis war es dann auch irgendwann so, dass mein Bruder natürlich einmal diesen Stempel hatte, Verschwörungs-Matthias. Und entsprechend
haben die zwar auch mit ihm noch Zeit verbracht oder haben es auch akzeptiert, wenn er dabei war, aber haben sich halt inhaltlich gar nicht mehr mit ihm auseinandersetzen wollen oder haben auch dann versucht, den Dialog zu vermeiden. Und Christian selbst hat das irgendwann genauso gemacht. Na, ich war natürlich um meinen Bruder zeitweise auch sehr besorgt und musste aber natürlich auch aus Selbstschutzgründen mich da in gewisser Weise abkapseln. Einmal hat er seinen Bruder auch in Köln besucht. Er wollte sich ein Bild vom Verbindungshaus und den Menschen machen, die Teil der Burschenschaft waren. Ja, also die Zeit in der Burschenschaft hat meinen Bruder absolut verändert. Für mich war es nur allerdings sehr, sehr schwer zu erkennen, ist es die Burschenschaft selbst, die das Problem ist, oder sind es die politischen Themen, mit denen er sich parallel zur Burschenschaft beschäftigt? Christian war damals nicht klar, wie weit rechts sein Bruder politisch war. Also Thema Tag X habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das war, glaube ich, auch dann eine Grenze, die mein Bruder bei mir dann nicht überschritten hat. Tag X ist ein Tag, den sich systemfeindliche Rechtsextremisten herbeisehen. Der Tag des Zusammenbruchs der demokratischen Ordnung. Manche warten nicht nur darauf, sondern wollen ihn herbeiführen. Ich habe auch erkannt, dass mein Bruder mir auch viele Sachen verschwiegen hat. Das war mir lange Zeit nicht bewusst, dass er sich da in manche Richtungen noch extremer entwickelt hatte, als ich es mitbekommen oder wahrgenommen hatte. Das Gedankengut seines Bruders hat ihn beschäftigt. Ich habe lange Zeit irgendwie auch versucht zu erkennen, was haben die Menschen für eine Intention, die diese Theorien umtreiben oder diese Theorien teilen oder verbreiten. Und bewerte für mich selber so ein bisschen nach, worauf möchten die Menschen hinaus. Für Außenstehende ist das oft nur sehr schwer nachzuvollziehen, wenn jemand diese Offenheit mitbringt, wirklich alles in Frage zu stellen und dann aber ausgerechnet diese abstrusen Theorien aus völlig unseriösen Quellen einfach nur unkritisch übernimmt. Wir Menschen konstruieren unser Weltbild nicht aufgrund von Faktenlagen, sondern aufgrund von Emotionen und Bedürfnissen, die dahinter stecken. Das macht jeder von uns. Das ist wieder Tobias Meilige von der Beratungsstelle Veritas. Das heißt, ganz oft ist die Frage, was wollen wir eigentlich auch glauben? Das ist ja auch was, was man vielleicht erstmal nicht so gern hört, dass man mit seinen Fakten eben nicht auf der sicheren Seite ist, sondern dass wir uns alle unsere Weltwahrnehmung eher basierend auf unseren Bedürfnissen erschaffen. Ja, das ist ein unangenehmer Gedanke. Und Meilicke macht klar, dass niemand davor gefeit ist. Und wenn man einmal abrutscht, dann wird es tendenziell auch schlimmer. Das können wir auf alle Fälle bestätigen, dass es sehr, sehr einfach ist, von einer Verschwörungstheorie in die nächste zu rutschen. Und so landen Verschwörungsgläubige schnell bei QAnon oder der Reichsbürgerideologie. Den beiden Verschwörungstheorien, die wir uns in Episode 4 nochmal genauer angeschaut haben. Dass die in sich oft gar nicht so schlüssig sind, das fällt Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, dann oft nicht mehr auf. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass es oft auch gar nicht bei Verschwörungstheorien immer darum geht, dass das alles auch logisch aufeinander aufbaut, so, sondern dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, manchmal auch Verschwörungstheorien glauben können, die gegensätzlich sind. Im Interview erzählt mir Tobias Meilicke von einer Studie aus Großbritannien. Dafür wurden Menschen zum Tod von Prinzessin Diana befragt. Genauer dazu, was sie von ihrem Tod halten. Der Großteil der Verschwörungsgläubigen hat angegeben, dass ihr Ableben vom Königshaus inszeniert worden sei. Heißt, dass sie noch lebt. Gleichzeitig ging ein Teil eben dieser Menschen davon aus, dass sie tot ist. Also Diana ist tot, aber eigentlich lebt sie noch? Genau. Das ergibt wirklich null Sinn. Aber das ist es, was Tobias Meilicke vorhin erklärt hat. Es geht nicht um Logik und Fakten. Es geht ums Gefühl. Da kann man drüber schmunzeln, aber das zeigt, glaube ich, was ganz Entscheidendes. Und es geht in erster Linie erstmal um die Ablehnung der vermeintlich offiziellen Variante. Bei Matthias war es ähnlich. Mit der Zeit hat er sich immer weiter von der Realität entfernt. So weit, dass er die physische Welt irgendwann nicht mehr für real hielt. Das erzählt er mir, als wir gemeinsam durch Köln laufen. Vorbei an Orten, die die Hochzeit seines Verschwörungsglaubens geprägt haben. Ich hatte hier in Köln eine Handvoll Leute, die ich über diese Inhalte kennengelernt habe, mit denen ich mich mal getroffen habe und sowas gemacht habe wie Pendeln, Energien herauspendeln oder andere Techniken. Ich war auch mal bei einer Heilpraktikerin und habe dort solche Pendeltechniken erlernt in diesem halben Jahr, wo ich mich der Esoterik gewidmet habe. Er beginnt, sich vorwiegend von Licht zu ernähren. Was bedeutet man? Blickt in die untergehende Sonne, wenn es nicht so stark in den Augen brennt. Und diese Sonnenenergie soll quasi das Zuführen von physischer Nahrung ersetzen.
Er verliert stark an Gewicht. Bald ist er unterernährt. Was auch einen Einfluss hatte auf meine Psyche, dass ich getriebener wurde, unkonzentrierter, fahriger. Aber ein Hungergefühl hatte ich nicht mehr. Kein natürliches Hungergefühl. Oder ich habe es vielleicht auch unterdrückt. Habe wirklich nur noch wenig gegessen und glaubte damit, gut zu fahren. Und in diesem Zustand geht er in einen Meditationsretreat. Ich saß in einem Raum mit, ich glaube, 30 Männern, 30 Frauen, so separiert voneinander. Und hatte immer mehr das Gefühl, dass alles, was gerade passiert, durch mich passiert. Und dass es keine Zufälle mehr gibt. Und so kam ich in einen wahnhaften Zustand herein, wo ich dann tatsächlich sehr, sehr angespannt war, sehr emotional war, alles mit mir selber ausgetragen habe, mit geschlossenen Augen, jeden Tag da diese 10 Stunden meditiert habe. Bis er nicht mehr kann, beziehungsweise sein Körper. Ich habe halluziniert. Ich habe den Himmel, als ich an einem Tag aus dem Meditationsraum raus bin, in die Pause nach draußen, war der ganze Himmel in allen möglichen leuchtenden Farben zu sehen gewesen. Also habe optische Halluzinationen erlitten. Und für mich war das aber in dem Moment keine Halluzination als Symptom einer psychischen Erkrankung, sondern die Bestätigung in dem Glauben, dass die Welt ja voller Energien ist und Schwingung ist, die man aber nicht sehen kann. Und in dem Moment habe ich halluziniert und geglaubt, da sehe ich es ja. Das heißt, ich habe einen Zustand herbeigeführt. Das heißt, ich habe diese Realität mehr oder weniger geschaffen und fühlte mich dann bestätigt durch die Halluzination. Er bekommt Krampfanfälle. Das beobachten seine Zimmergenossen im Kloster. Sie versuchen, mit ihm zu reden und informieren schließlich die Leitung des Workshops. Ich habe dissoziiert, ich habe nicht mehr gesprochen mit den Menschen, weil ich glaubte, das ist wie eine Art Prüfung. Was soll man in einer solchen Situation machen? Was kann man überhaupt machen, wenn jemand im Umfeld derart abgerutscht ist, aber Fakten nicht helfen? Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Tobias Meilicke rät, dass man sich zuerst um sich selbst kümmern soll. Ganz oft erleben wir, dass Menschen, die sich gerade auch an uns wenden, da wo das also schon weit fortgeschritten ist, einen sehr, sehr hohen Leidensdruck haben und ein sehr, sehr hohes Stresslevel. Und das Erste, was wir immer sagen, ist, wo schaffen Sie sich denn wieder Ruhe? Wo schaffen Sie sich denn auch einen Ausgleich? Besonders wichtig sei das, wenn man mit einem Verschwörungsgläubigen zusammenlebt. Gucken Sie mal, dass Sie vielleicht Ihr Hobby wieder ein bisschen nachgehen, dass Sie jetzt sich auch Freiräume schaffen von Ihrem Partner oder von den Eltern. Und sein zweiter Tipp? Sich Hilfe suchen. Der Umgang ist nicht leicht. Die meisten Menschen neigen erstmal dazu, über vermeintlich rationale Argumente zu gehen. Das heißt, es gibt eine Idee davon, wenn ich besonders viel Wissen habe und meine Angehörigen dann aufkläre, wie beispielsweise diese Pandemie entstanden ist oder wie die Impfung funktioniert, dann werden die das schon annehmen. Das wird aber ganz selten funktionieren, weil das, was wir ja schon beschrieben haben, ist, dass Menschen, die sich Verschwörungstheorien zuwenden, die machen das nicht aufgrund der rationalen Argumente, sondern die machen das aufgrund von psychosozialen Bedürfnissen. Das Thema Selbstwert und Selbstwirksamkeit, das haben wir in der zweiten Folge besprochen. Und solange die Bedürfnislage von Selbstwert, Selbstwirksamkeit bei diesen Menschen nicht irgendwie anderweitig erfüllt wird, halten die auch daran fest, weil was ist die Alternative? Sie gehen in eine psychische Erkrankung rein und auch das ist ja nichts Gesundes. Und deswegen halten Menschen da auch an diesen Selbstbildern fest, selbst wenn die Argumente noch so unrealistisch sind. Das heißt auch, so wie Christian mit seinem Bruder umgegangen ist, hat er es genau richtig gemacht. Heißt, die Themen aussparen und stattdessen versuchen, auf der Beziehungsebene, so nennt Meilicke das, zu kommunizieren. Wenn mir jemand zum Beispiel Verschwörungstheorien mitteilt, dann macht er das meistens aufgrund von Ängsten, die er hat, aufgrund von Sorgen, die er hat. So, aber auch aufgrund von Zuneigung, die er vielleicht zu mir empfindet. Der will mich ja aufklären über die Gefahren, die er sieht. Und wenn ich diese Gefühle transparent mache und in den Mittelpunkt stelle, also nicht darauf eingehe, was hat der mir jetzt, sage ich mal, auf der inhaltlichen Ebene erzählt, sondern sage, ich höre gerade, du hast Angst. Ist das das Richtige, was ich gerade höre? Oder ich finde es schön, dass du dir Sorgen um mich machst. Dann bin ich auf einer ganz anderen Gesprächsebene und dann kann ich mich viel, viel stärker an die Bedürfnisse ran, die dahinterstehen und komme darüber ins Gespräch und darüber kann ich Brücken bauen. Naja, zumindest solange das geht. Bei Matthias zum Beispiel kam ja irgendwann einfach quasi gar nichts mehr an. Am 8. Tag rufen die Leiter des Meditationsseminars einen Krankenwagen. Ich habe nicht mehr reagiert. Und dann wurde ich auch aus dem Kloster rausgetragen und mit dem Krankenwagen in die nächste Klinik gebracht. Und dort dann
aufgenommen in einer Psychiatrie. Matthias ist einen Tag lang in einer Psychiatrie. Dann geht er zurück zur Burschenschaft. Es ist Wochenende. Und beim Feiern dreht er so sehr auf, dass die anderen Mitglieder der Burschenschaft ebenfalls einen Krankenwagen rufen. Matthias wird erneut eingewiesen. Diesmal in eine Kölner Psychiatrie. Und das erzählt er mir, während wir vor dem Gebäude stehen. Weil sie mit mir nicht mehr ins Gespräch gehen konnten, mich im Gespräch nicht mehr beruhigt bekommen haben. Und ich einfach wie am Fließband geredet habe, über alle möglichen Dinge, zusammenhanglos. Was dazu führte, dass dann der Krankenwagen mich mitgenommen hat und ich hier in der Klinik dann aufgenommen worden bin. Und hier in der Klinik bin ich dann auf die geschützgeschlossene Station aufgenommen worden. Erst freiwillig, wollte dann gehen. Und das konnten die Ärzte nicht verantworten, zu Recht. Und dann bin ich hier auf richterlichen Beschluss untergebracht worden für 6 Wochen nach psychisch Krankengesetz NRW. Und in der Folge dann freiwillig hier insgesamt 4 Monate in Behandlung gewesen. Wow, das ist schon eine krasse Geschichte. Aber ist es denn gesichert, dass das an den Verschwörungstheorien lag? Matthias selbst hat Schwierigkeiten, das zu bewerten. Also wäre er so krank geworden, wenn er nicht an Verschwörungstheorien geglaubt hätte? Wer weiß. Wovon er aber überzeugt ist, ist, dass er nicht aufgehört hätte, an sie zu glauben, wäre er nicht eingewiesen worden. Erst nach der Entlassung wurde mir wirklich klar, warum ich in der Klinik gelandet bin. Erst nach der Entlassung habe ich so wirklich die verschwörungsideologische Phase der vorausgegangenen Jahre in Frage gestellt. Während des Aufenthaltes habe ich allerdings eine Art Detox gehabt. Das heißt, ich hatte auch die ersten Monate kein Smartphone, keinen Zugang zu Medien. Ich glaube, auch nur durch diesen klaren Bruch, einmal physisch, dass ich nicht mehr auf dem Verbindungshaus gewohnt habe, medial, dass ich keinen Zugang zu Medien hatte und im Anschluss der Therapie der Umzug zurück zum Elternhaus, raus aus der Stadt, hat bei mir dazu geführt, dass ich von Verschwörungsideologien Abstand nehmen konnte. So viel erstmal auf der individuellen Ebene. Man kann versuchen, den Leuten Brücken zu bauen und man kann sich Hilfe holen. Vor allem gesellschaftlich steht uns jetzt im Superwahljahr aber so einiges bevor. Genau, es gibt nämlich laut einiger Studien einen Zusammenhang zwischen Verschwörungsglauben und der Wahl populistischer Parteien. Diese Studien machen klar, wer an Verschwörungstheorien glaubt, wählt in den USA eher Politiker wie Robert F. Kennedy Jr. Hier nochmal ein Zitat von ihm aus dem Corona-Jahr 2020. Heute werden Mechanismen in Gang gesetzt, die dafür sorgen, dass niemand von uns weglaufen und sich verstecken kann. Oder Donald Trump. This is a conspiracy against. Diese Verschwörungstheorie richtet sich gegen euch, das amerikanische Volk. Warum glaubt der Präsident an finstere Verschwörungstheorien? The Deep State. Der Deep State, also ein geheimer Staat im Staat. Und in Deutschland wählen Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, eher die AfD. 15% ihrer Wählerinnen und Wähler sind sich sehr sicher, dass es eine Machtverschwörung durch geheime Eliten gibt. 36% halten es immerhin für wahrscheinlich richtig. Also insgesamt rund 51% der AfD-Wählerinnen und Wähler. Es gibt Schätzungen, die insgesamt von rund 30-40% Verschwörungsgläubigen in beiden Ländern reden, also Deutschland und den USA. Man kann das natürlich auch positiv sehen. Das heißt, mehr als 60% glauben nicht daran. Und das ist die Mehrheit. Ja, aber Verschwörungsgläubige haben damit trotzdem eine Größenordnung erreicht, die sehr relevant für eine Gesellschaft ist. Das Rennen zwischen Trump und Biden wird aller Voraussicht nach sehr, sehr eng. Trump hat definitiv Chancen, im November zum zweiten Mal die Wahl zu gewinnen. Und bei uns stehen dieses Jahr Landtagswahlen in 3 ostdeutschen Ländern an, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die Befürchtung ist, dass die AfD dort Rekordwerte einfahren wird. Und natürlich können wir nicht mit allen Betroffenen auf Beziehungsebene arbeiten. Schließlich sind wir nicht mit allen verwandt oder befreundet. Nee, und das macht es wirklich schwierig, da auf gesellschaftlicher Ebene eine Lösung zu finden, damit sich die Leute auch nicht noch weiter radikalisieren. Der Blick in die Glaskugel ist immer sehr, sehr schwierig. Ich bin tatsächlich wahrscheinlich eher ein wenig pessimistisch, weil eben viele der Akteure, die sich da herausgebildet haben, einiges an Momentum haben.
Ich habe über die politische Situation und die Frage, wie Verschwörungstheorien das Superwahljahr 2024 beeinflussen könnten, nochmal mit dem Extremismusforscher Jakob Gul gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was hier seine Einschätzung ist. Seine Antwort war, dass gerade auch im politischen Bereich rechtsextreme Parteien in verschiedenen europäischen Ländern auf eine Art und Weise institutionalisiert sind, wie wir das vor einem Jahrzehnt, glaube ich, noch nicht für denkbar gehalten hätten. Dass der öffentliche Diskurs in ganzen Ländern wirklich sehr, sehr polarisiert geworden ist. Es nur noch Entweder-Oder-Positionen gibt, dass die Graubereiche schwinden. Ein Denken, das Verschwörungstheorien fördert. Dass wir hier Trends beobachten hin zu autoritärer Politik, zur Normalisierung rechtsextremer Parteien und damit eben im Schlepptau auch von verschiedenen Verschwörungsmythen, das macht mich tatsächlich eher skeptisch. Das heißt nicht, dass man die Hoffnung aufgeben sollte und einfach gar nichts mehr tut. Im Gegenteil, betont Jakob Gul. Ich glaube auch gerade, wenn man innerhalb einer liberalen Demokratie lebt, in der man ein großes Ausmaß an verschiedenen Artikulationsmöglichkeiten hat, sich in Parteien engagieren kann, man sich in zivilgesellschaftlichen Initiativen engagieren kann, man vor Ort aktiv sein kann, wenn man sich öffentlich äußern kann, ob in den sozialen Medien oder beim Ortstreffen. Also man hat wirklich viele Wege offen. Daher hat man, glaube ich, eigentlich auch nicht das Recht, im Pessimismus zu versinken. Aber es gibt dennoch viele Entwicklungen, die mir hier große Sorgen machen. Und das ist natürlich vor allem für die Opfer von Verschwörungstheorien hart. Klar, das stimmt, aber ich habe auch noch eine schöne Geschichte aus den USA mitgebracht. Die kann ich hier nochmal zum Abschluss erzählen, aus Brooklyn von der jüdischen Gemeinde. Da habe ich mit zwei Rabbis gesprochen und gefragt, wie die mit Verschwörungstheorien umgehen, weil die kriegen ja wirklich ständig ab, was sich da meist im Internet verbreitet. Yeah, so I mean there's an interesting rabbinic. Es gibt da so eine interessante rabbinische Lehre. Das ist Rabbi Lightstone aus der jüdischen Chabad-Gemeinde, die durch einen Tunnelfund unter ihrer Synagoge zum Mittelpunkt einer Verschwörungstheorie wurde. It says that why was gold created? Die rabbinische Lehre geht so: Warum wurde Gold geschaffen? Mit Gold fertigt man Götzen und Kriege werden wegen Gold angezettelt. Gold könnte sehr negativ auf die Welt wirken. Aber stattdessen sagte der Rabbiner, dass Gold erschaffen wurde, um den heiligen Tempel in Jerusalem zu schmücken. Das bedeutet, es kann für das Gute verwendet werden. Meaning that not just that it has the potential to be used for good, technology has that potential. Auch Technologie hat das Potenzial, Erlösung in die Welt zu tragen. Man kann sie für etwas Gutes nutzen, zum Beispiel um andere Menschen zu inspirieren oder ihnen zu helfen. Wenn man online liest, dass irgendwo eine Naturkatastrophe stattgefunden hat und dass Menschen Hilfe brauchen, kann man just in dieser Minute Geld spenden und jemandem helfen. Wer hätte gedacht, dass eines Tages jemand in Berlin oder New York sitzt und von dort Hilfe in Form von Geld auf die andere Seite der Welt schicken kann, an Menschen, die eine andere Sprache sprechen und einer anderen Kultur angehören? Das ist die wahre Macht von Technologie und des Internets. Das ist die Kraft, die wir als Menschen anzapfen müssen. That's the real power of the Internet and that's the real power that we as human beings have to tap into. Ein Gegengift zu Verschwörung und Hass ist also Mitgefühl haben, uns vernetzen, füreinander da sein. Das zumindest ist, was der Rabbi sagt. And all this really is a wake-up call. Letztlich ist es einfach nur der Weckruf, dass all die Verschwörungen, all die Negativität, die im Internet herumschwirrt, uns daran erinnern soll, Gutes zu tun. Dass wir diese Welt durch unser Handeln zu einem besseren Ort machen. Und dann habe ich ja noch den anderen Rabbi auf der Straße gesprochen. Er hat mir seinen Instagram-Kanal gezeigt. Den macht er auch, um gegen den Hass anzukämpfen. Und das ist für mich die andere Botschaft zum Umgang mit Verschwörungstheorien. So, for me, hate is just part of the game. Für mich gehört der Hass schlicht dazu. Wenn ich ein Video poste, weiß ich, dass ich danach mit tonnenweise Hass überschüttet werde. So ist es eben. Schau, wir machen das seit 3000 Jahren durch. Meine Vorfahren haben viel Schlimmeres erlebt. Mit ein paar bösen TikTok-Kommentaren kann ich umgehen. My ancestors went through much worse. I can handle a few TikTok comments. In anderen Worten, schau hin, nicht weg. Mach den Mund auf. Und leg dir eine harte Schale zu. Vor allem im Superwahljahr jetzt 2024. Auch wenn Robert F. Kennedy Jr. jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht im November der nächste US-Präsident wird. Dafür, zumindest wenn man den aktuellen Umfragen glauben kann, möglicherweise Donald Trump. Der genauso Verschwörungstheorien verbreitet und sich darüber hinaus ja auch noch von Verschwörungsgläubigen wie QAnon-Anhängern feiern lässt. Und in Deutschland kann es sein, dass uns ein Rechtsruck bevorsteht. Stimmen die Prognosen? Dann werden Parteien wie die AfD, deren Wählerinnen und Wähler zum Teil eher an Verschwörungstheorien glauben, bei den anstehenden Landtagswahlen gewinnen. Ja, da kann man schon mal Bauchschmerzen kriegen.
Gleichzeitig kennen wir ja jetzt die Geschichte von Matthias und die gibt mir Hoffnung, dass Leute doch wieder zur Besinnung kommen können. Die Frage ist, bei wem klappt das und wer radikalisiert sich stattdessen immer noch weiter? Nick Fuentes beispielsweise, der scheint ja eher zur zweiten Kategorie zu gehören. Ja, das war definitiv auch mein Eindruck. Der ist sehr, sehr stark in seiner Bubble verhaftet und die ist halt wirklich schlicht menschenfeindlich. Auch wenn er jetzt beim Interview natürlich super höflich aufgetreten ist und sich sehr unmissverständlich als Christ porträtiert hat. Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Das ist mir ja auch bei RFK Jr. aufgefallen. Er sagt zwar, dass er Common Sense, also gesunden Menschenverstand, besitzt, gleichzeitig stört er sich aber überhaupt nicht daran, dass Daten und Fakten bezüglich der Corona-Pandemie seinen eigenen Theorien zum Ursprung des Virus widersprechen. Das Problem in solchen Fällen ist, du kannst ja den Leuten gar nicht mit Fakten kommen, wenn die einmal in ihrem Glauben verhaftet sind. Und da ist es dann auch erfahrungsgemäß relativ egal, ob sie jetzt glauben, dass Deutschland eine GmbH ist, dass die USA vom Deep State geleitet werden oder dass es eben diese große jüdische Weltverschwörung gibt. Aber dadurch, dass wir über Verschwörungsmythen sprechen, über ihre Ursprünge, die Gefahren, die von ihnen ausgehen und nicht zuletzt darüber, wie sie funktionieren, dadurch werden wir aufmerksamer und sensibilisieren im besten Fall auch unser Umfeld. Das hilft uns und anderen, eine klare Haltung gegen solche Ideologien zu entwickeln. Und darum geht's letztlich. Das war der Welt-History-Podcast Alles Verschwörung, Folge 5. Der Abgrund in uns. Wie raus aus dem Verschwörungstunnel. Danke, dass ihr unseren Geschichten bis zum Ende zugehört habt. Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Habt ihr Erfahrungen mit Verschwörungstheorien gemacht? Was sind eure Geschichten und worüber würdet ihr gern mehr erfahren? Schreibt uns unter history@welt.de. Bewertet unseren Podcast auf den Plattformen. Und empfehlt ihn gerne euren Freunden und Familien weiter. Denn Verschwörungstheorien, die werden bleiben. Wenn ihr Lust auf noch mehr Geschichtsthemen habt, dann hört doch gern mal in unseren Podcast Aha History 10 Minuten Geschichte rein. Den Link, den findet ihr in den Shownotes. Recherche Welt. Elisabeth Kraft und Florian Sedler. Redaktion Welt. Antonia Beckermann, Sonja Gillert und Elisabeth Kraft. Mitarbeit Welt. Imke Rabiga, Christine Rodriguez und Juliane Schneider. Autorin Anna Loll. Produktion dpa Anne Krüger. Produktionsassistenz dpa Jessica Lichetzky und Jonathan Penschek. Executive Producer dpa David Krause. Ein besonderer Dank geht an Stefanie Bolzen, Alexander Dinger, Sven-Felix Kellerhoff, Lennart Pfahler und das Audioteam der dpa.